Dies ist der einzige VPN-Vergleich in 2024, den du brauchst, denn ich bin hier, um die vier besten VPNs aller Zeiten zu vergleichen. Da all diese Anbieter zu den besten gehören, verlangen sie wahrscheinlich viel Geld, oder? Nun, nicht ganz. ExpressVPN ist die teuerste Option, aber die anderen drei liegen unter dem Marktdurchschnitt. Wenn wir uns die günstigsten Tarife aller vier VPNs ansehen, kostet dich CyberGhost am wenigsten und Surfshark liegt knapp dahinter. Diese beiden gehören zu den günstigsten VPN-Optionen auf dem gesamten Markt. Außerdem ist Surfshark trotz des niedrigen Preises das einzige Unternehmen, das unbegrenzte gleichzeitige Verbindungen anbietet. Wenn du eines dieser besten VPNs kostenlos ausprobieren möchtest, ist das möglich. CyberGhost sticht hier heraus, denn statt der üblichen 30-tägigen Geld-zurück-Garantie bietet CyberGhost 45 Tage. Übrigens, wenn du eine der Optionen aus diesem besten VPN-Vergleich zum günstigsten Preis haben möchtest, schau auf die Links in der Beschreibung, dort habe ich für alle Angebote. Der Preis ist wichtig, aber ein VPN ohne gute Sicherheit ist bedeutungslos. Das allererste, worauf du achten solltest, ist die Verschlüsselung. Alle vier Anbieter bekommen hier ein Häkchen, da sie Optionen mit bewährten, branchenführenden Verschlüsselungen anbieten. Der zweite Punkt, auf den du achten solltest, ist die No-Logs-Politik, also das Versprechen eines VPN-Anbieters, die Privatsphäre der Nutzerdaten zu schützen. Auch wenn diese Richtlinie allein keinen absoluten Datenschutz garantiert, bietet die Einbeziehung von RAM-basierten Servern einen weiteren Vertrauensvorschuss, da diese so konzipiert sind, dass sie Daten nicht langfristig speichern können. Außerdem hat sich jedes dieser VPNs Sicherheitsprüfungen durch Dritte unterzogen, was mehr als nur ihre Behauptungen bestätigt. Obwohl sie alle die Sicherheit ernst nehmen, gibt es dennoch einige Unterschiede. Surfshark zum Beispiel fällt unter die Gerichtsbarkeit eines neuen Augenallianzlandes. Angesichts der robusten Datenschutzmaßnahmen ist das aber kein Problem. Bei CyberGhost und ExpressVPN sieht das anders aus. Beide Anbieter gehören zu Cape Technologies, das gerüchteweise über die Verbreitung von Malware verwickelt war. Sie haben jedoch verschiedene Maßnahmen ergriffen, um zu beweisen, dass sie sicher sind. Zum Beispiel durch Audits, Bug-Bounty-Programme und Transparenzberichte. Wenn ich mich also zwischen Nord Security und Cape Technologies entscheiden müsste, gäbe es für Nord Security, dem Eigentümer von NordVPN und Surfshark, keinen Grund, ihnen nicht zu vertrauen. Neben der Sicherheit ist eine gute Leistung ein weiterer Indikator, wenn du überlegst, welches VPN du im Jahr 2024 nutzen solltest. Um ein Gleichgewicht zwischen Sicherheit und Geschwindigkeit herzustellen, setzen VPNs auf ihre Tunneling-Protokolle. Die meisten Top-VPNs verwenden ein WireGuard-Protokoll, das eine gute Mischung aus Sicherheit und Geschwindigkeit bietet. Andere wie NordVPN oder ExpressVPN haben ihr eigenes entwickelt. Um herauszufinden, welches dieser vier VPNs das schnellste ist, habe ich meine eigenen Tests durchgeführt. Für jeden Anbieter habe ich die schnellsten Protokolle verwendet und die Geschwindigkeiten an drei verschiedenen Orten getestet. Wie du siehst, liegt meine Basisgeschwindigkeit bei etwa 300 Mbit pro Sekunde. Alle vier VPNs waren ziemlich schnell. Leider muss einer den letzten Platz belegen. Dieses Mal war es ExpressVPN. NordVPN war zwar am schnellsten und hielt etwa 90% meiner Basisgeschwindigkeit, aber insgesamt sind alle diese Anbieter schnell genug fürs Surfen oder andere tägliche Aktivitäten. Bedenke, dass die Geschwindigkeit von vielen Faktoren abhängen kann, zum Beispiel den verfügbaren Servern und Standorten. Glücklicherweise haben alle vier Anbieter eine große Anzahl von Servern und Standorten, aus denen du wählen kannst. CyberGhost sticht jedoch mit der riesigen Flotte von über 11.000 Servern in 100 Ländern hervor. Aus irgendeinem Grund versteckt ExpressVPN die Anzahl seiner Server, was mir sagt, dass es nicht die höchste Zahl ist, aber es hat auf jeden Fall die meisten Länder zur Auswahl. Die große Auswahl an Servern ermöglicht jetzt nicht nur ein besseres Surferlebnis, sondern auch Streaming. Vor allem, wenn du 4K-Inhalte ohne Unterbrechung sehen oder auf geoblockierte Inhalte zugreifen willst. Um zu sehen, wie die einzelnen Anbieter beim Streaming abschneiden, habe ich recherchiert und auch meine eigenen Tests durchgeführt. Was den Zugriff auf Inhalte angeht, haben alle Anbieter ziemlich gut abgeschnitten. Insgesamt war die Nutzung von Surfshark die reibungsloseste. Es gab nur sehr wenige Probleme, außerdem wurden die meisten Inhalte abgerufen. NordVPN lag beim Zugriff auf geoblockierte Bibliotheken knapp dahinter. Sowohl ExpressVPN als auch CyberGhost konnten auf die meisten Bibliotheken zugreifen, waren aber nicht so beständig wie ihre Konkurrenten. Insgesamt solltest du mit keinem dieser Anbieter Probleme beim Streaming haben, aber wenn es nur um Streaming geht, würde ich mich eher für Surfshark entscheiden.
Wenn es um das Torrenting geht, habe ich aber eine ganz andere Wahl. Hier glänzt NordVPN. Torrenting selbst kann eine sehr restriktive Aktivität sein, die in vielen Ländern verboten ist. Deshalb ist es wichtig, dass ein VPN deine Daten währenddessen schützt und NordVPN ist der König, wenn es darum geht. Für mehr Geschwindigkeit bietet NordVPN neben spezialisierten P2P-Servern auch einen kostenlosen SOX5-Proxy für einen schnelleren Torrenting-Prozess. Bedenke aber, dass die Verwendung eines Proxys bedeutet, dass deine Verbindung nicht mehr verschlüsselt ist. Insgesamt hatte ich zwar keine Probleme beim Torrenting mit den anderen drei Anbietern, aber keiner von ihnen war so schnell wie NordVPN. Als nächstes folgt ein Überblick über die Funktionen. Alle vier Top-VPN-Optionen bieten grundlegende Sicherheitsfunktionen. Für Windows haben sie Split-Tunneling. Außerdem bieten sie alle einen gut funktionierenden Kill-Switch. Es gibt jedoch viele Unterschiede, wenn wir über die Kernfunktion hinausschauen. Wenn es um Datenschutzfunktionen geht, ist NordVPN mit seinen Spezialservern wie DoubleVPN oder OnionOverVPN führend. Dabei wird deine Verbindung durch einen VPN-Server und dann durch mehrere verschlüsselte und randomisierte Knotenpunkte geleitet, bevor sie das gewünschte Ziel erreicht. Das macht es fast unmöglich, deine Aktivitäten zu verfolgen. Was, wenn du ein VPN brauchst, das auch Werbung blockiert, während du surfst? Das können alle vier, gut oder mittelprächtig. ExpressVPN hat eine Threat-Manager-Funktion, die Tracker und verdächtige Seiten blockieren kann. CleanWeb von Surfshark und der Bedrohungsschutz von NordVPN können ebenfalls Werbung entfernen. Außerdem erkennt der Threat-Schutz von NordVPN Malware beim Herunterladen und beseitigt sie. CyberGhost verfügt über eine Content-Blocker-Funktion, die nur ein seltsam benannter Werbeblocker ist, der auch bösartige Websites und Tracker blockieren kann. Bei meinen Tests konnten Surfshark und NordVPN jedoch viel mehr Werbung blockieren als die Werbeblocker von CyberGhost und ExpressVPN. Wenn es um Anti-Malware-Maßnahmen geht, hat Surfshark aber die Nase vorn. Denn Surfshark hat einen vollwertigen Virenschutz, wenn du dich für das Surfshark One-Paket entscheidest. ExpressVPN kann zwar nicht wirklich mit NordVPN oder Surfshark mithalten, wenn es um diese Funktion geht, aber wenn du ein VPN auf deinem Router einrichten willst, ist ExpressVPN die beste Wahl. Nach der Ersteinrichtung konnte ich mit der Gerätegruppenfunktion nicht nur Standorte ändern, sondern jedem Gerät einen anderen zuweisen. Es gibt kein anderes VPN, das so etwas kann. Leider bietet CyberGhost-VPN nichts wirklich Besonderes, abgesehen von den No-Spy-Servern, die nur als weitere Funktion angeboten wird und nicht im Basis-Abo enthalten sind. Der Gesamtsieger dieser Kategorie ist aber NordVPN. Er bietet weitere Funktionen wie Meshnet, mit dem ich den Datenverkehr über meine Geräte statt über ein VPN leiten kann. Die wichtigsten Vorteile sind die Möglichkeit, Netflix-Konten zu teilen und LAN-Netzwerke mit Freunden für Gaming-Sessions aufzubauen. Das war also mein Top-VPN-Vergleich für 2024. Wenn du deine Wahl getroffen hast, vergiss nicht, meinen Rabatt aus der Beschreibung zu nutzen, um den bestmöglichen Preis zu erhalten. Und wenn du dich immer noch nicht zwischen NordVPN, Surfshark-VPN, ExpressVPN oder CyberGhost-VPN entschieden hast, empfehle ich dir NordVPN als meine erste Wahl. Es ist das sicherste VPN mit vielen weiteren Funktionen. Aber wenn du das beste Preis-Leistungs-Verhältnis suchst, ist Surfshark die beste Wahl, weil es günstig ist und du unbegrenzt viele Verbindungen gleichzeitig nutzen kannst. Wenn du aber vorhast, ein VPN auf deinem Router einzurichten, solltest du dir die Mühe sparen und ExpressVPN nutzen. Wenn du die günstigste, aber sicherste Option suchst, solltest du dich für CyberGhost entscheiden. Das wäre dann alles von mir in diesem Video. Wenn du magst, like uns und abonniere uns, um noch mehr aktuelle Inhalte wie diesen zu sehen. Mach's gut und bis zum nächsten Mal hier bei VPN Pro.